Willkommen zurück zu Paper Mario 64. Beim letzten Mal haben wir hier den Untergrund uns ein bisschen umgeschaut. Da wir jetzt mit unserem neuen Sortiment an Items und Partnern weiterkommen können. Apropos weiterkommen, war hier hinten nicht irgendwo ein Superblock? So nenne ich ihn jetzt mal, diesen vergoldeten Block, den wir mit dem Hammer jetzt kaputt hauen können. Ich weiß nicht, wo der war. Ich glaube, der war hier. Lass mal abchecken, ob das stimmt. Kurz die Gumbas passieren lassen. Wir wollen ja nett sein. Jupp. Ich meine, hier unten in der Ecke war das, oder? Vielleicht war es auch ein anderer Raum. Es war ein anderer Raum. Es war nicht hier. Nein. Das kann nicht sein. So, ich glaube, das war hier in der Richtung. Auch nicht? Bin jetzt komplett verwirrt. Ach, hier war das. Oh Mann, hier bei der Brücke. Ich zeige euch das einfach direkt nochmal. Hier bei diesem Ding hier. Ich habe diese Röhre als einziges nicht mehr gecheckt. Ja, und leider ist es aber nichts Besonderes. Also hier werden wir auch keinen Schatz oder so finden, sondern wirklich nur so einen Entwicklungsblock. Ich meine, ich schätze, das ist ganz gut. Aber ich habe tatsächlich ein wenig mehr erwartet. So, Lady Boo. Das ist sowieso den Partner, mit dem ich am besten umgehen kann. Neben Gumbario. Von daher werde ich sie hier an der Stelle hochleveln auf Stufe. Ja, was ist das? 2, 3? Jedenfalls diese zwei blauen Punkte. Okay. Ja, ich habe es vielleicht schon gezeigt. Hier links ist ja noch dieser Raum. Ich habe aber keine Ahnung, wie man da an den Schatz ankommt. Und mit Schatz meine ich wieder so einen Entwicklungsknopf. Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir erstmal diesen Untergrund hier. Sind wir doch schon fertig gewesen. Hätte ich also eigentlich auch noch an den letzten Part dranhängen können, aber egal. So, ich würde sagen, wir geben mal unseren Samen ab, den wir das letzte Mal bekommen haben. Ist hier nicht der... Nee. Wo war das denn? Nee, oben war es nicht. Dann muss es unten gewesen sein, wenn es oben nicht war. Ja. Nee. Was auch immer. Verwirrung. Hier. Im Garten. Ah, wow. Da ist ja noch ein von denen. Da, bitteschön. Wow. Vielen Dank. Pflanz direkt mal ein. Blub. Alle gepflanzt. Und auf einmal das Tor, was hier einfach so rumsteht, ohne Grund, hat auf einmal einen Grund. Es ist eine Tür, die aus dem Nichts erschienen ist. Da sollte man eigentlich nicht durchgehen, oder? Ja! Das sah so aus, als würden die Blumen einfach nur blühen. Aber plötzlich erscheint eine Tür. Von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen können. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Ja? Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß noch nicht genau, was für eine Hilfe die brauchen, aber das werden wir dann herausfinden. Ja, ich bereite mich noch ein bisschen vor. Ich bin ja auch nicht voll geheilt, also sehen wir uns gleich wieder. Obwohl, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, wir brauchen eigentlich nichts einpacken. Komm, wir gehen einfach direkt rein ins nächste Kapitel, so wie man mich kennt. Let's go! Ist ja gar nichts. Wir sind einfach wieder auf der Rückseite. Oder auch nicht. Kapitel 6. Tränen auf Blütenblättern. Sieht aus wie eine riesige Wolke, wenn ihr mich fragt. Aber was weiß ich schon. Oh! Simon! Wer magst du wohl sein? Hm? Hier oben, Sohn! Ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern, dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Und du musst Mario sein. Ich habe schon viel über dich gehört, Sohn. Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Also in etwa. Sehr nobel. Wenn das wahr ist, dann muss das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei deiner Suche gerne behilflich sein, jedoch kann ich das jetzt nicht. Es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Also du weißt schon von Problemen Bescheid, wie du hast dann vorhin dich gefragt, ob es Probleme gibt? Okay.
Eine Kreatur namens Schnaufula und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Sie warfen graue Wolken an unseren sonnigen Himmel. Seitdem ist es hier dunkel und kalt. Die Sonne macht sich nicht mal mehr die Mühe, sich in den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verwelken. Oh, da fällt mir etwas ein. Man sagt, dass Schnaufula jemanden gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Oh yeah. Oho, du hast also vor, den bösen Schnaufula zu besiegen? Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufula verbirgt sich unter den Wolken in einem Gebiet, das wir Nebelpfad nennen. Kein Weg führt da hinauf. Nun, wenn du aber eine Zauberbohne findest, könntest du sie bis in den Himmel wachsen lassen. Einen Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die eine Zauberbohne hat. Irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Petunia. Du findest sie östlich von hier. Es würde dir schaden, ihr einen Besuch abzustatten und sie danach zu fragen. Auch die anderen Blumen und Knospis könnten über brauchbare Informationen verfügen. Sprich einfach mal mit jedem, so wie du es immer tust. Okay. Du möchtest Petunia sehen? Also, ich finde, diese Blume ist ja eigentlich eigenartig. Sie sammelt Bohnen und Samen, aber sie pflanzt sie niemals ein. Sie scheint Samenkörner einfach zu mögen. Ich nenne sie Samenmaniac. Okay. Petunia? Der Samenmaniac? Petunia? Die ständig Samen sammelt wie eine Früchte? Ich kenne sie. Sie blüht östlich von hier. Okay, nie ohne. Sei verwaschen. Rechts. So, erstmal abspeichern. Wir sind angekommen. Bitte 6. Okay, da oben vermutlich. Obwohl, das ist ja nordöstlich eher. Dann hier wahrscheinlich. Aber schaut euch das mal an. Man kann überall lang gehen. Jede Richtung. Die Sonne kann nicht scheinen, weil dicke Wolken den Himmel bedecken. Wir Knospis können überall leben, solange es nur Sonnenlicht gibt. Aber jetzt gibt es gar keins mehr. Ich sage nicht, dass es ein paar Wolken so dermaßen schlimm wären. Natürlich nicht. Aber ein paar Lücken in der Wolkenecke könnten durchaus nicht schaden. Ich hasse diese dummen Wolken, Mann. Mann. Ich hab das Wetter hier satt. Die Blütenfelder sind immer von Wolken bedeckt. Vorher war alles ganz anders. Dieser Schnaufula ist daran schuld. Ohne das Licht der Sonne können Pflanzen nicht länger überleben. Jeden hier verlässt langsam die Hoffnung und sie beginnen zu verblühen. There's not so good. Was bist du für einer? Ich habe das Gefühl, es sollte schon mal vorbereitet sein auf den Kampf. Hey, Bruder, wo bist du? Oh, Petunia? Ja, Petunia wächst westlich von hier. Yep, im Westen. Tut mir leid, Junge, aber mehr kann ich dir nicht verraten, selbst wenn du mich fragst. Im Westen? Das ist ja doch links hier. Das ist ein ganz anderer Weg als rechts. Nein, ich glaube den Sprossis. Den Knospis. Müssen wir wahrscheinlich hier lang, oder? Was bist denn du für Süßer? Hä? Das ist nicht süß? Das ist böse? Ach, das kann doch nicht sein. Guck ihn dir doch mal an. Kannst du auch irgendwie reden, Gumbario? Sprichst du so durch die Blumen so? Ja, das ist eine Suseldusel. Suseldusel sehen zwar hübsch aus, aber nachdem sie dich angegriffen haben, wirst du anderer Meinung sein. 8 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Als Angriff tragen sie ein Lied vor. Wenn nicht die Melodie erfasst, fällst du in tiefen Schlaf. Also so wie Pummeluff. Oder andere Sänger. Naja, geil. Wenn ihre KP niedrig sind, versuchen sie zu entkommen. Besiege sie schnell, damit sie dir nicht entwischen. So. Na gut. Machen wir mal einen normalen Jump. Und testen das Wasser aus. Okay. Spaziert doch nur, ist doch ganz lieb. Wie blockiere ich das? Blockiere ich das? Gar nicht. Na, doch schlafe ich nicht. Komm, reicht jetzt. Dass die immer so lange brauchen zum Singen. Warum spricht das so halb mehr an der Blume fest? Ja, nicht eingeschlafen. Sehr gut. Du machst den fertig. Blöp. Und Mario geht schon mal auf die andere. Mit dem Powerhammer! 7 Damage. Auch wenn das jetzt 8 Schaden machen würde, wäre es nice. Knack ab. Oh, er haut ab? Die können abhauen. Ah. Ist so gut. Wie die Banditen, die könnten auch abhauen. Na gut, wissen wir jetzt mehr Bescheid. Hör, bist du?
Oh, oh, ich glaube, ich habe ein Bienennest getroffen, Freunde. Was seid ihr denn für Viecher? Das ist ein Brüssel. Brüssel sind monströse Bienen. 3 KP, 6 Angriff, keine Verteidigung. Wenn sie dich stechen, kann es passieren, dass du vergiftet wirst. Manchmal rufen sie auch einen Schwarm kleiner Bienen herbei, um dich in Formation anzugreifen. Oh nein. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Manchmal kann dich so ein Stich auch schrumpfen lassen. Sie haben nicht viele KP, also schalte sie so schnell wie möglich aus. Gut gesagt, aber wie machen wir das am besten? Erstmal draufspringen. Plopp. Okay, sie sind instant tot, weil wir nur 3 Leben haben. Mhm. Aber die machen so unfassbar viel Schaden. Was zum? Oh oh. Was haben die vor? Was haben die vor? Was haben die vor? Die machen keinen Schaden. Ich glaube, die machen alle einen Schaden, aber dadurch, dass ich diesen Orden habe, dass ich minus einen Schaden tanke, weil ich ja eine Verteidigung jetzt habe, macht's 0 Damage. Ja, nice. Blöp. Einmal auf eine Biene springen, ist sie schon down. Let's go. Nochmal. Oh Gott, da kommen ja wirklich noch mehr. So ein Witz! Alter. Was zur. Boah, die machen auch so viel Schaden, ne? Nein, 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 Kollege. Nein, nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ich hätte nicht mal drücken müssen. Weiß man ja nicht. Als ob, als ob, als ob. Oh, lass das Geil liegen. Einfach weg. Einfach weg. Ich will nicht gestochen werden. Was geht denn hier ab? Metal Mario Musik, so mäßig. Was hab ich denn da? Rubinbeere, eine Beere aus den Blütenfeldern und stellt 5 KP wieder her. Ja, ist okay, ist wie ein Pilz halt. Aber vermutlich kann man was Gutes damit kochen, oder? Bist du Petunia? Leiste mir Fall, sekunde dein Ohr, dann höre meine traurige Geschichte. Seit die Sonne fort ist, lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Und jetzt graben sich auch noch diese Maulwürfe in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln. Das ist eklig. Meine einzigartigen Samen. Oh, oh wem, ja, okay. Meine einzigartige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr, Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Monty-Maulwürfe für mich vertreiben? Mhm. Falls Sie sich fragen, welche Monty-Maulwürfe ich meine, ich spreche über. Diesen Kerl. Und den Deppen da. Dann noch diesen Störenfried. Und jene garstige Kreatur. Der Kerl ist. Ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Aber bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Meine Samen und ich rechnen fest mit Ihrer Hilfe. Okay. Wenn's denn sein muss. Geht nicht? Kommt der. Whack-a-Mole. Das geht nicht. Da hab ich einfach nicht getroffen. Ha! Jetzt hab ich getroffen. Ist das schon down? Nee. Scannen wir den erstmal, damit wir wissen, was wir hier haben. Das ist ein Monty-Maulwurf. Du erinnerst dich doch noch daran, dass wir sie schon mal an Klippenberg gesehen haben. Genau. 12 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Sie sind bösartige Felsenwerfer. Sie sehen zwar einschüchternd aus, aber eigentlich sind sie nicht so stark. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber jetzt sehe ich ja den KP-Auszug hier. Habe ich irgendwas Gutes? Nicht wirklich. Ich könnte Kokosnuss werfen. Ich werfe einfach was zurück. Aber nee. Aber nee. Ich mache mal den Erdbeben. In der Hoffnung, dass der uns hier raushilft. Ging so. Ging so. Na, bis. Nicht getroffen. Mann. Wie viel Leben hat der andere? 9. Versuch's mal. Mit dem Multihit! Komm! Schaffst es! Du schaffst es! Na! sorry, Freunde. Oh mein Gott. Hätte ich einmal noch getroffen, dann wäre der Kampf ist schon vorbei. Na, ja, immerhin Luck. So, aber dir hau ich auf die Schnauze! Spring extra auch noch mal aus dem Loch raus, damit er besiegt ist. Da.
müssen wir wirklich jetzt alle besiegen? Ist das so ihr Ernst jetzt? Ich habe das Gefühl, das ist ihr Ernst. Na gut, uns bleibt nichts anderes übrig. Aber was ist eigentlich jetzt Lady Boos neue Attacke? Fächer Lady greift einen Gegner mit dem Fächer an. Macht sie das nicht normalerweise schon? Warte mal. Sie lacht. Oh! Das ist der Slap, aber doppelt so stark. Gut, dafür war er wahrscheinlich auch jetzt viel teurer, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber vermutlich. Ja, ich könnte mich demnächst wieder heilen. Ich weiß ja nicht. Was sind so viele Gegner hier? Verdammt! Da soll ich denn alle loswerden? Sternsturm, ja komm, mach den einfach. War vielleicht jetzt ein bisschen unnötig. Hätte vielleicht erstmal Sternsturm machen sollen, aber ist nicht schlimm. Sind die anderen zumindest schon mal geschwächt? Blub, blub, blub. Na gut. Und wir kriegen mehr Verteidigung. Ja. Kann nicht schaden. Der Schaden. Die machen gar keinen Schaden mehr. Cool, ich muss gar nicht drücken. Cool, danke. Schmidt. Die prallen so an der Mütze so ab. Die Mütze. So voller Stahl jetzt. Okay. Die normale Ohrfeige reicht jetzt aus. Hat sie gerade 6-mal angegriffen? Ja, oder? Normalerweise macht sie aber nur 5-mal. Ich beschwere mich nicht, aber es wundert mich gerade. Na gut. Na komm, wirf doch. Idiot, Idiot. Ah, verdammt, meine Verteidigung ist weg. Hast du noch mal Glück gehabt? Ich hoffe, ich kriege jetzt wieder den Glück. Komm, gib mir Glück. Ciao. Aber zumindest etwas XP. So, hä, wer will sich noch mit Mario anlegen? Hä? Du? Ja? Ja, haut ab. Der Schisser. Hey, dich seh ich da. Ja, Kollege. Was macht der da? Okay, einen habe ich jetzt getroffen. Ich hoffe, die Blume hinterm Baum muss ich nicht angreifen. Oh, das ist ein Easy-Kampf. Ist ja Easy-Win. Muss ich da gar nichts wirklich machen für. Zack, zack, zack. Jetzt zählen wir mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja. Seit 9 Level ab macht sie 6 Schaden. Hm, nett. Das finde ich sehr hübsch. Wunderbar, 1 Cent. Na gut, was soll ich erwarten, ne? So, der letzte von euch Idioten. Jetzt sind da 3. Ich glaub, langsam hackt's bei euch. Hm. Ich könnte auch Spuk machen. Theoretisch. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal wieder den Sternsturm. Damit die alle wieder sehr, sehr geschwächt sind. Dann kann Lady Boos mal einen killen. Just like that. Sehr gut. So, ich hoffe, die Petunia kann uns hier jetzt weiterhelfen und sagen, wo wir überhaupt lang müssen. Wir haben aber so keine Ahnung, wo wir lang müssen. Um zum Stern zu gelangen. Oh oh. Oh no. Damn it. Komm. Mario macht den. Links. Und Lady Boo macht den Dude dort rechts. Bam. Nice. Ich mag diese Blumen, die da so nach oben fliegen aus dem Bild. Okay. Bist du zufrieden? So. Ah, yippie! Hurra, hurra! Ach, sie haben die Mantifarben vertrieben. Ah, vielen herzlichen Dank. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, sollen sie diese Zauberbohne haben. Hier bitte sehr. Eine Zauberbohne. Okay, kann man so schnell wie möglich einpflanzen. What? Was macht ihr denn? Ja, mein Name ist Petunia. Man nennt mich auch den Samen-Maniac. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ach ja, wegen der Zauberbohne, die ich gegeben habe, sollten Sie nicht einpflanzen. Auf gar keinen Fall.
Warum nicht? Weil sie als Bohne ewige Freiheit genießen wird. Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nie wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass es sehr traurig ist? Bitte pflanzen Sie es nicht in zum Beispiel locker Erde und gießen Sie nicht mit Zauberwasser. Bloß nicht. Ich will nicht, dass es einen Trieb aus meiner süßen kleinen Bohne sprießt. Nein! Okay, also wir müssen auf jeden Fall erstmal irgendwo Erde finden und vor allem Zauberwasser. Hm? Ist da ein Hund? Wieso? Oh, da weint jemand. Ja, willst du eine Rubinbeere haben? Wer ist da sein Müll in meine Quelle? Wer immer du auch sein magst, du verdienst dies für deine Unerfrorenheit. Hä, ich hab dir ein Item geschenkt. Entspann dich mal, Kollege. Also manche Leute können echt gar keine Freundlichkeit mehr abhaben. Da gibt's erstmal Ohrfeigen! Na gut, den Easy-Gegner, den nehme ich mit. Sind ja mittlerweile 3 XP. Wow! Von 2 XP am Anfang des Games. Ist bestimmt krass hochgestiegen hier. Kollege, vielleicht kann man dir irgendwie helfen. Ich kann nicht in seinen Brunnen rein. Okay. Na gut, also er mochte meine Items nicht. Der möchte vermutlich ein bestimmtes Item haben oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe vergessen, dass hier nochmal Gegner waren. Und das so viele. Nein, ich will nicht. Mit der Roadrunner, ganz schnell weg hier. Und die Münzen einsammeln und weg. So einfach macht man das. Und deshalb, hallo. Und deshalb haben wir auch diesen super schnellen Orden. Okay, jetzt haben wir Petunia. Besucht. Ja. Willst du mir helfen? Was? Hey Superstar, lass mich dir was flüstern. Du kannst was Hübsches finden, wenn du die 3 Bäume in dieser Reihenfolge anrempelst. Links, rechts und dann den mittleren. Öpp. Das ist wahr, ich schwöre es. Jetzt habe ich zu viel erzählt. Jetzt ist Schluss mit dem Ganzen. Links, rechts, bitte? Von welchen Bäumen redet er bitte? Hi. Ah, ich bin so hungrig. Ich habe es satt, dieses blöde alte Tor zu bewachen. Ja, ich dachte, du bist hungrig. Ja, ich bin so hungrig. Hey, du da, du hast nicht zufällig etwas zu essen dabei? Hör zu, wenn du mir etwas richtig Saftiges gibst, dann lasse ich dich durch und werde es auch niemandem sagen. Etwas Saftiges? Ich meine, Super Soda ist ziemlich saftig. Aber will ich die ihm jetzt einfach schenken? Ja, ich schenke sie ihm. Hier, sehr saftig. Oh, nein! Ich will Pepsi! Das ist ja ekelhaft, diese Non-Brand, ey! Gib mir Beeren! Dumm von mir. Jetzt bin ich noch trauriger. Hat er doch gesagt Beeren, oder? Ich kann nur Beeren essen, okay, ja. Jetzt bin ich noch trauriger, bitte lass mich nur alleine! Ja, hier, Rubinbeere. Ich hoffe, das ist saftig genug für dich. Sagen wir mal, es geht so. Aber irgendetwas fehlt. Nichts schmeckt mehr. Seit die Sonne verschwunden ist, bin ich völlig am Boden. Ich hasse es, eine blaue Blume zu sein. Nichts, was blau ist, ist gut. Rein gar nichts. Ich wette, selbst Azurbeeren schmecken abscheulich, weil sie blau sind. Wettbeeren, was soll ich dir bringen? Der Typ hat richtige Anforderungen, genau wie der Typ im Brunnen. Die wollen alle irgendwas haben. Hi, ich bin das Blubberkraut. Du willst wissen, warum ich Blubberkraut heiße? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Blubbeere gibst. Die wollen alle irgendwas haben. Was ist los mit denen? Was zum... Warte mal. Krieg ich dadurch mehr Distanz? Ich versuch was mal. Stopp. Wir müssen das Timing kriegen. Nein, 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 das klappt auf gar keinen Fall. Ah! Voll auf dem Hintern. Okay, dann wissen wir zumindest jetzt mehr. Hier oben war noch ein Weg. Nein? Nee, hier kann man auch gar nicht lang. Lull. Ja, gut. Wo waren wir noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Oh Gott, der nächste Spinner. Hallo, Fremder. Wie gefällt dir mein leuchtend rotes Blütenkleid? Ist es nicht hübsch? Ja, sicher. Wie war das? Du willst hier durch?
Hahaha, nein, tut mir leid, auf keinen Fall kann ich dich hier durchlassen. Obwohl, vielleicht kann ich ja eine Ausnahme machen, wenn du mir eine gute Mahlzeit bringst. Was ist denn für dich denn hier? Verreck an der Kokosnuss! Ekelhaft! Wo ist denn sowas her? Das schmeckt ja wie aus dem Baum! Naja, so. Auf keinen Fall lasse ich dich vorbei, niemals! Toll. Keine Ahnung, Mann. Die haben echt schlimmere Anforderungen als ich bei Frauen. Ist ja wohl ein Witz oder noch einer und da oben ist wieder so eine. Was? Was? Stinkwurz? Stinkt wie die Hölle. Stell dir mal BP wieder her. Hab ich Plassen bekommen? Ich hab da einfach gegengesprungen? Lol. Das war random. Kollege, lässt du mich durch? Guten Tag, Mario. Es ist schön, dich zu sehen. Ich bin der Wächter dieses Tores. Aber lass dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen. Deshalb musst du mir etwas bringen, das meinen Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Nein. Ach, sieht nicht so aus. Na, das ist Pech. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, den erlesenen Geschmack einer so kultivierten Blume wie mich zu befriedigen. Ich schätze, es übersteigt deine Fähigkeiten. Leider bedeutet das, dass du hier nicht vorbei darfst. Er war noch von allen der Netteste, aber das heißt nicht, dass er nett ist. Er ist der Netteste. Ist auch einer, oder? Oder was erwartet mich hier? Wo kann ich hier lang? Ich sehe was. Kann ich so eine Stampfattacke machen? Hammer drauf. Oh, nochmal Schafattacke. So? Nee. Ah! Gut halten. Oh! Apropos Stampfattacke. Boing! Ah! Dadurch geht das hoch. Geht das auch nochmal hoch? Nee, dann geht's wieder runter. Okay, machen wir mal das Grüne hoch. Okay. Dann können wir da nicht hoch. Ah, dafür das hier runter machen, ne? Ja, nein, nein. Warum nicht? Komm ich da rüber? Oh, das tut weh. Was zur Hölle? Was passiert, wenn ich hier jetzt stampfe? Gar nichts. Okay, Spiel erkennt das dann nicht. Gut. Zu wissen. Ich komme ja nicht. Verdammt. Ich komme nicht lang. Was zur Hölle? Okay, stampf doch mal. Das muss auf jeden Fall. Oh nein. Was ist denn da hinten los? Ich komme doch gar nicht lang. Verdammt! Lass mich durch hier! Ach, die zeigen auch immer an, ob die jetzt nach oben oder nach unten gehen. Das sehe ich erst jetzt. Ah. Hatte ich es doch vorhin richtig, oder? Habe ich es versaut. Ja, jetzt habe ich es komplett versaut. Wird das resettet, wenn ich wieder raus und reingehe? Man muss immer in der Mitte stehen. Und die Stampfattacke ist nicht einfach auszuführen. Oh Gott, der Raum nervt mich tierisch. Ich hau ab. Okay, also die wollen ja irgendwas zu essen haben. Ich schätze mal, dass wir die meisten Items irgendwie bekommen, wenn wir uns hier umschauen. Auch an den Wänden und alles, was Deko ist. Bei den Bäumen und alles. Oh, da ist zum Beispiel eine Stinkwurzel rausgekommen. Die nehmen wir mal mit. Okay, da sind nur Bienen. Da sind nur Bienen. Und ich glaube, wir müssen die Gegner hier besiegen. Sonst kommen sie nur immer wieder und nerven weiter. Bisschen doof, aber scheint wohl so zu sein. Kommen ganz viele Backpfeifen. Okay, die Boo macht genauso viel Damage wie Mario. Das ist zumindest schon mal etwas. Was macht die nochmal? Die singen? Mehr machen die nicht. Aua. Voll auf die Nase. Und der auch, oder was? Komm, rempel mich einfach an, das geht schneller. Nee. Da versucht wirklich Mario hier einzuschläfern. Und das kriegt er auch hin. War ja klar. Wieso nur ein Damage? Das macht sie doch auch immer zwei Damage mindestens. Ja, komm, haut ab, beide. Obwohl zählt der Kampf dann eigentlich als abgeschlossen, wenn die jetzt beide abhauen? Und wen greift der jetzt gerade an? Lady Boo oder was? Oder nochmal Mario? Ah, das macht sogar Schaden.
Oh, damn. Gar nicht gut. Okay, hier. Jetzt war es auf jeden Fall 2. Mindestens, ja. Verdammt. Okay, das Gebiet ist sehr verwirrend. Vielleicht suche ich mir hier einen Guide raus, weil ich habe keine Ahnung, Mann. Und ich will nicht unnötig immer gegen... ich bin tot. Ah. Cool. Cool. Achso, ich hatte ein... Oh, ich hatte ein One-Up-Leben. Ich wollte ja eigentlich so einen Cliffhanger jetzt machen, aber... Na gut. Dun-dun-dun-dun. Kollegen, ihr habt euch mit dem falschen Super Mario angelegt. Okay, ich muss mir das merken. Nicht gegen den Baum hier hauen. Hier ist ein Bienennest und die werden mich nerven, wenn es sein muss. Oh, verschwindet. Ja, das war jetzt auf jeden Fall sehr unlucky. Ich konnte da gar nicht ausweichen mehr. Oh Mann. Komm, gib mir alles. Hey, gib her! Ist die spawnt ab. Ja, toll. Ja, Freunde, also. Das kann ja noch was werden. Und ich werde ja von einer Biene verfolgt. Und die haut nicht mal ab. Oh Mann. Oh Mann. Also das ist bisher jedenfalls nicht mein Lieblingsgebiet. Das kann man mal so festhalten. Ich meine, okay, ich sollte vielleicht versuchen, gegen die Bienen alle zu kämpfen. Und am besten so, dass sie keinen Gegentreffer machen, weil... Naja. Ich mach die in der ersten Runde direkt platt. Aber wenn die mich angreifen, krieg ich minus 5 Leben und das ist gar nicht gut. Außerdem geben die gute Erfahrungspunkte. Bei denen kann man gut farmen, merke ich gerade. Die spawnen ja auch die ganze Zeit, also. Vielleicht mal so schlecht. Ja. Ich bleib dabei. Ich werde vermutlich mir einen Guide raussuchen. Oder kann man die nochmal drehen? Nee. War gerade so aus. Oder ist bei Petunia vielleicht irgendwas? Hier am Baum? Ach, stimmt. Hier waren diese Rubinbären. Ja. Dann haben wir schon mal 2 weitere. Kommen die immer wieder raus? Okay, manchmal kommen die raus, glaube ich. Da rechts war nochmal was. Da war dieses blöde Jump'n'Run-Ding, oder? Ach nee, der Typ. Oh Gott. Hier geht so viel ab. Finden wir es beim nächsten Mal raus, wie es hier weitergeht. Das ist ja komplett verwirrend.